So, da sind wir wieder. Der Heinz übernimmt wieder und hat wahrscheinlich jetzt einen entspannten Teil quasi. Jetzt sind wir Genau, ich laufe hier einfach mittlerweile, mal durch Knochen. bei Part 20. Ja, erstmal Ja, absaufen. immerhin, wie schön, das war das Ding oben gehalten. Genau. Hauptsache das Feuer geht noch. Komisch, Genau. die fackelt sich gar nicht die Haare ab. Ja, hat ihn im Griff. Mittlerweile ist die so nass, da brennt nichts mehr. Ne. Was ist das? Das war Eichhörnchen, eine eine Ratte. Ratte. Was soll ich mit der jetzt? Platt machen! Warum leuchtet die? Ja, weil du deinen Instinkt halt hast, weißt Was? Brauch was zu essen? der Rattenfänger von Hameln. So sieht's aus. Brauche ich keine Flöte für? Genau. Ja, du sollst deine Crew retten. Eine Crew muss rettet werden. Cool, ich red hier gar nichts. Doch, 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 doch. Was ist da? Blumen! In den Blumen gibt es da noch einen Raum. Ah, das ist ja nett. Mehr gibt es da gar nicht. Sieh, jetzt sind die Blumen weg. Ja, du hast sie gefressen. Okay. Du tust schon mal Samt, Blümchen. Wurzel und Stiel Ja, und du allem. tust die Respekt. Blümchen sammeln für die. Wie heißt sie? Ja, die Sonnen, dieses Opfermädchen für die Ja, das Sonnengöttin. Opfermädchen. Ja, Weiß. die abgefackelt werden soll. Ja. Oh Aha. Gott. Oh je. Na Die dann. Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachten uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Ja, war vielleicht nicht so durchdacht. Ist aber noch Filmsequenz, ne? Ja, aber irgendwie komisch, dann haben die es da gleich. Sägeblatt an seinen Sperr gebunden, Respekt. Kannst du nicht nur stechen, auch sägen. Ja. Die kriegt schon wieder aufs Maul. Ist der Hammer. Warum wollte der mich doch töten, weil ich seinen Bruder getötet habe? Ja, darf er ja nicht. Tja, scheiße, hä? Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Echt? Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Voll der gestörte Vogel. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Ja, super. Hat er ja viel, hat ja viel geholfen, wenn sie den einen abschießt. Oh, da hat er wohl ein Problem mit, hä? Die Königin. So ein Quatsch. Aha. Aber ich würde das mal bezweifeln, dass wenn ganz viel Wind geht, dass dann das Feuer ausgeht. Also so groß wie das war? Aber das heißt, die brauchen die jetzt da quasi, ne? Ja. Jetzt wird's aber ein bisschen arg schräg. Voll in die Klöten. Und jetzt? Ih. Was? Ich sehe keine Leiche.
dass sie nicht überlebt haben. Blub, blub. Das ist alles voll mit, Blut. Steigen wir runter. So, jetzt. Na, ja, ist ja gut, da ist ja keiner. Siehst du, doch total entspanntes Spielen hast du. Ja, ja. Oh, da sitzt einer. Na, die braucht er nicht mehr. Nö, ja, ich bin im Geil. Muss ich eine Ratte töten. Was ist das denn? Ja, das Dampfbisschen, das ist eklig. Dir wird ganz schwummerig. Oh, ja, da sollte ich glaube auch nicht hingehen, das tut mir nicht gut. Ich brauche irgendwas, um das Gas zu entzünden. Ein Feuerzeug? Ja, wir hatten doch super Pfeile und Dings, ja, und so. Ja, so Brandpfeile. Ja, eben. Aber so dicht dran stehen ist, naja, bin der Geilste. Babbelabab. Ich mach das schon. Naja, guck dir mal. Mir nichts ausgemacht. Macht doch keinen Lärm. Hören die nicht. Nee. Nee, nee. Hä? Das kommt ja wieder. Ja, schieß mal. Oh, was war denn da hinten dran? Weiß nicht. Eine mutierte Riesenratte. Ja, wie schlecht ist das denn? Das kommt ja immer wieder. Halt jetzt mal da einfach durch. Ja, drauf geschissen, Giftgas. Eben, sieh das. Ja, erstmal Pause machen. Wer herrscht diesen Ort? Messias glaubt, dass hier Mikros Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Was? Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Na dann. Ja, ja, muss mal gucken, was ich alles weiß. Sind Pyromane wieder. Ja, ich muss ja alles aus Holz, zum Beispiel, der alles komplett mit abfackeln, weil sich da mal anzünden, aber nein, geht nur das Schnürchen kaputt. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Ja, ihr seid Penner. Schick. Ihr seid alle Verrecker. Genau. Hui. Ah, da ist wieder so eine Kampfratte. Ah, siehst du, die rennt weg. Die will nicht getötet werden. Och, oh. Die gönnen mir nix. Nee. Was geht? Oh Gott. Was rennt da rum? Das ist schrecklich. Die Scheiße. Weiß nämlich, er oder den halt. Ja. Sieht mal Schatten aus, gell? Cool. Ein bisschen zu spät jetzt, oder? Ja, ist geil. Knall ich trotzdem mal ab. Das war doch jetzt was Ekliges, Komisches auf jeden Fall. Zombies. Ja, und jetzt, die kommen nicht, oder was? Warum fressen die sich ja nicht gegenseitig, wenn sie schon einen fressen, den sie neu reinwerfen? Naja, der wird wahrscheinlich frisch sein, die anderen sind wohl nicht mehr so frisch. Also mal. Gammelfleisch. Ja, da hätte Pferdehackfleisch. Man, die hätte man vielleicht auch platt machen können über das da. Alle. Naja. Sind ja weg. Ja, habe ich aber auch nicht gesehen. Nee. Jetzt doch. Ja, da war noch mal einer, oder? Nee, nee. Ja, ich dachte, da kam gerade einer an die Treppe. Stand oben an der Treppe. Aber das mit dem Gas, dass das immer wieder kommt, das ist auch so merkwürdig.
Jetzt kommen sie bestimmt gleich ankrammen. Ja, irgendwo müssen sie ja sein. Ich meine, getötet habe ich ja nur einen davon, wenn überhaupt. Deine Mutter! Ja! Telefon! Nur ja, da ist auch was. Ja, aber da kann ich das Ding wegsprengen bestimmt, ja, oder? Genau, die Tür halt. Ja, eben. Ja, Respekt! Die Jungs befreit. Ja, da gönnen sie danken da, mehr. Mehr essen. Wahrscheinlich nicht. Schichtsystem. Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay, okay. Ich hasse es hier. Die Unheiligen. Also, ich sehe mir das mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. Ja, trennt dich nur. Dann seid ihr gleich leichte Opfer. Brunst der? Ah, ja. Respekt! Ja, also ich glaube, mit so einem Pfeil im Kopf schreibt man eigentlich nicht mehr so wichtig. Hey, wir haben ein Problem. Komm hey. Runter. Ja, wie gesagt, wo ist denn jetzt der Arsch? Jetzt rennt der Vogel weg. Na, ja, hab ich noch erwischt, ja? Ja, ja. Respekt. Hey, ich bin, ich sag das, ich bin Robin auf der Hut. So, wo steht das Kistchen? Komisches Ding. Ich möchte mal gerne wissen, wofür das ist. Ich glaube, das ist nur für einen Erfolg oder sowas. Was? Ist das Cappy, Baby? Ja, dieses Geocaching. Hey, ich einen Weg finde. Oh, mach doch auch einen. Ganz ruhig, du verlierst sowieso. Na dann. Aber ich mach's falsch. Muss ich nicht eigentlich auch wieder einen Schatz dann dahin legen? Ich weiß gar nicht, wie es richtig funktioniert, dieses Geocaching. Ich mach schon. Habe ich dir schon erzählt, dass ich Kollege schaffe? Ja. Ja, super. Boah, cool! Ja, da haben wir schon angefangen zu brennen. Yeah. Ja, war immerhin gekriegt, ist gekriegt. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht wann und ob du das hier je liest. Aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die ja. Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast deine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Finde ich immer ganz witzig, wenn sie sagen, du hast die Augen deines Vaters. Hat der keine mehr dann, oder was? Irgendwie. Alles ein bisschen komisch immer. Bei Fröhliche Weihnachten, oder wie heißt der Film? Weiß nicht. Da gibt es so Frohe Weihnachten oder Frohe, so richtig harter. Geht's ab wie die Sau, die Metzel, sondern tu sie auch alles kalt. Echt? Ja, sagt dann auch dem schlimmsten Typ, das ist deine Tochter, guck ihr in die Augen, dann siehst du es. Oder so irgendwas. Was ihn aber dann auch nicht davon abhält, sie alle umzubringen. Ja. Oder auch zu wollen. Aber natürlich gewinnt sie am Schluss. Tödliche Weihnachten heißt er. Tödliche Weihnachten. Meinst du, was ich meine? Ja. Kennst du? Ja. Ja. Da ist er auch da. Ey, da kommst du so nicht hoch. Ich kann's ja mal probieren. Das stimmt, wir probieren ja vieles hier. Genau. Bin hier wie der Kletterwachse. Aber ich glaube, ich übergebe jetzt dann gleich mal wieder an dich. Ja, du darfst. Dann darf ich mich mit dem Problem rumärgern, ne? So sieht's aus. Na, das war ja jetzt schön entspannt. Kommt bestimmt wieder gleich unruhige Zeiten. Genau. Kann ich dir geben. Genau. Also gut, dann bis gleich mal. Ja, tschüss. Ciao.